Nochmal eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Video zum Thema McDonald's und was ich da schon alles gesagt habe über den neuen Big Mac. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In der letzten McDonald's-Folge, die ist noch gar nicht so lange her, da habe ich euch die neue McDonald's-App vorgestellt, beziehungsweise wie ihr damit sparen könnt, weil McDonald's an sich ist ja wahnsinnig teuer geworden, so empfinde ich das zumindest. Und im Rahmen dessen bin ich auf die neuen Rezepturen von Big Mac, Cheeseburger und Co. aufmerksam geworden. Ihr könnt das hier lesen. Wir haben die Zubereitung für Big Mac, Cheeseburger und Co. optimiert, saftigere Patties, fluffigere Buns, frisch garnierter Salat und vieles mehr. An sich eine gute Sache. Ich habe im letzten Video schon vermutet, dass die wahrscheinlich jetzt nochmal einen Cent sparen pro Burger, weil sie irgendwas an der Rezeptur verändert haben. Angeblich ist das Upgrade aber nur für die Kunden. Unsere besten Burger schmecken jetzt noch besser. Wir haben die Zubereitung für Big Mac, Cheeseburger und Co. optimiert und viele Details, die du sowieso schon an unseren Klassikern feierst, noch leckerer gemacht. Saftigere Patties, fluffigere Buns, frisch garnierter Salat und vieles mehr. Viele kleine Details, die in Summe für noch mehr sorgen. Probier selbst. Frischer, also noch knackigerer Salat, fluffiger, neue Buns, die jetzt noch fluffiger sein sollen, dank neuer Backrezeptur. Saftiger, neues Grillverfahren für die Patties, schmelziger, noch mehr leckerer geschmolzener Cheese für mehr mit jedem Bissen, würziger. Die Zwiebeln werden nach dem Grill direkt auf dem Patty garniert und schmecken so noch intensiver sowie soßiger. Mehr ist hier mehr. Genieß mehr legendäre Big Mac Soße mit jedem Bissen. Und nur für kurze Zeit probiere den Big Mac Bacon DS mit frischen Tomaten und knusprigem Bacon oder den Double Big Mac mit doppelt so viel Rindfleisch und noch mehr legendärer Big Mac Soße und überzeug dich selbst. Und das habe ich alles schon mehr oder weniger verkürzt im letzten Video erwähnt und ich finde, also grundsätzlich liebe ich den Big Mac, der ist super, den würde ich immer wieder essen und den gibt es momentan auch für 5 Euro. Sage ich gleich nochmal was dazu mit Beilage. Der hier sieht wirklich gut aus. Big Mac TS. TS steht für Tomate Salat und so sieht er aus. Super Idee, muss ich unbedingt probieren. Bei nächster Gelegenheit, Bacon ist da auch noch drauf und dann gibt es hier noch den Double Big Mac mit doppelt so viel Rindfleisch. Wir bleiben aber beim normalen Big Mac, denn momentan hat man die Möglichkeit, sich diesen Burger eben vergünstigt zu holen. Und dazu müssen wir uns einen Coupon remixen. Das geht so. Wir suchen uns einen Klassiker raus, einen Klassiker-Burger und bekommen dazu noch eine Beilage oder einen McSundae. Also Beilage wie Pommes zum Beispiel. Mittlere Pommes ohne Soße, die müsste man sich dann noch extra kaufen. Oder eben ein McSundae-Eis oder einen Milchshake. Das alles gibt es für 5 Euro. Das ist ein ganz gutes Angebot. Hier ist aber wiederum dieser neue Big Mac nicht integriert in dieses Angebot. Beide neuen Big Macs sind nicht integriert, das gilt nur für den normalen Big Mac. Und im Rahmen dieses Coupons durfte ich den neuen Big Mac jetzt mal ausprobieren. Und alles, was ich in diesem Video eigentlich sagen wollte, ist, dass der Big Mac, der neue, exakt genau gleich schmeckt wie der alte. Ich weiß nicht, wie andere Leute das sehen. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven auch nicht die besten, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber für mich schmeckt das genau gleich wie vorher. Und das gilt im Übrigen auch für den Cheeseburger, den ich auch vor kurzem probiert habe. Und mir fällt sogar auf, dass die Burger von Restaurant zu Restaurant teilweise unterschiedlich schmecken. Ich habe wirklich vor kurzem einen real frischen Big Mac gehabt. Das war noch nach der alten Rezeptur. Der war so lecker und so frisch und weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und das war nicht mit dem Big Mac zu vergleichen, den ich zuletzt gegessen habe nach neuer Rezeptur. Der war irgendwie Big Mac, versteht mich nicht falsch, völlig in Ordnung, kann man nichts falsch machen, aber der war eben nicht so knackig und frisch wie dieser eine Big Mac, den ich vor einiger Zeit mal hatte, von dem ich gerade gesprochen habe. Egal, das war schon alles. Für mich ist das ein riesen Werbegag, um noch mehr Big Macs zu verkaufen. Wie gesagt, den Royal TS oder wie der heißt, den finde ich ganz gut von der Idee her. Ansonsten merke ich von der neuen Rezeptur gar nichts und da komme ich mir auch so ein bisschen verarscht vor. Egal, das war's, glaube ich, vorerst zu dem Thema. Ich möchte das Thema McDonald's jetzt erstmal nicht weiter vertiefen. Ich hoffe, ich ernähre mich noch ein bisschen vernünftiger dieses Jahr, also zumindest in dieser Serie. Gehe ich davon aus, dass demnächst mal ein anderes Thema kommt. Bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Was haltet ihr davon? Schmeckt ihr einen Unterschied? Wie sehen das die YouTube-Kollegen? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar zu dem Thema.
Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.